Moinsen, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße wieder heute eigentlich gar nicht so herzlich im Simulationseck zurück bei Construction Machines oder Baumaschinen-Simulator. Wir sind gerade dabei mit diesem sich toll steuern zu lassenden Arm Dinge aus diesem Teil hier raus zu sammeln. Okay. Warte. Jo. Oh, cool. Oh, Leute. Scheiße. Also, das kann man ja wirklich. Also, ich bin jetzt mal ganz offen, ja. What the fuck? Wie soll das denn funktionieren? Ganz ehrlich. Wow, holy shit. Guckt euch mal, wie das. Guckt euch das an. Wie das Ding einfach da rausfluppert. Der Arm löst sich bei mir von der Schaufel. Na, hundertprozentig. Oh Gott, nein. Okay. Also ich glaube, ohne Scheiß, ich krieg das noch nicht mehr geschissen. Also das ist ja so schlecht gemacht. Du kannst nicht in dieses Loch gucken. Kann ich da quer rüberfahren? Oh, scheiße. Oh Leute, ne? Das ist doch nicht wahr. Was ist das für ein Spiel? Wie soll man denn das machen? Wir starten nochmal neu. Aber ganz ehrlich, das kriegst du doch nicht geschissen. Du kriegst doch mit dem Arm da diese Brocken da nicht raus. Vor allen Dingen nicht, wenn du dich seitlich daneben stellen musst und nicht in den scheiß Krater da reingucken kannst. Ja? Was soll das denn werden? Ach nee, ich versuch's auf jeden Fall den Part noch, aber ich sehe schon, das war's dann schon wieder, weil das Spiel einfach so für den Arsch ist, dass man mehr als drei Parts nicht machen kann, weil es einfach nicht durchdacht ist und für den Arsch ist. Wie das immer ist, ne? Ohne Scheiß. Ich sollte nebenbei einfach mal einen ordentlichen Simulator. Kann man eigentlich auch springen? Oh ja. Oh ja. Guckt euch das an. Pass auf. Jetzt hört genau hin, wann ich Leertaste drücke. Eieiei. Er lässt erst beim Loslassen. Also, ach, das ist ganz merkwürdig. Man muss das steuern, sonst kann man das nicht beschreiben. Also, er springt wie so ein Bescheuerter. Okay. Wir versuchen es. Komm. Auf geht's. Ich gebe noch nicht auf. Ich versuch's jetzt mal. Ich bin offen für sowas. Das Problem ist, da liegt doch gleich so ein dicker Stein am Anfang. Vielleicht, wenn man mittig drüber fährt. Vielleicht klappt das dann. Warte mal, wir versuchen mal. Wenn man so mittig rüber. Vor allen Dingen, du siehst auch nix. Steuert sich wie ein Scheiße. So, pass auf. Wenn ich so mittig da drüber fahre. Ah, guck mal, so könnte das klappen. Oh je. Okay. Und darf dann nur, muss dann den ganzen Weg rückwärts auch wieder rausfahren. Sonst wird das nichts. So, ein bisschen nach vorne noch. So, was kann ich hier drücken? Das macht so und so. Oh nein. Wie komme ich wieder zurück? Wie kriege ich den jetzt wieder runter? Okay. Und hab jetzt einen Stein da drinne. Ich kann es nicht sagen, ich sehe nichts. Aber sieht nicht so aus, nein. Oh Gott. Das ist doch nicht der Ernst. Das kann doch nicht ernst gemeint sein. Ohne Scheiß. Okay, wir fahren mal seitlich neben so ein Ding. Vielleicht habe ich auch einfach den Dreh noch nicht raus. Ich warte schon auf so Fanboys, die mich zusammenkacken, weil ich zu dumm bin. Aber ich glaube, dieses Spiel hat keinen Fanboy. Das kann nicht sein. Aber warte mal, aus dieser Kameraperspektive. Oh Leute, guckt euch das mal an, wie das am Huckeln ist. Ich huckel, weil ich das nicht richtig programmieren kann. Dann solltest du auch so eine Spiele nicht machen. Irgendwie habe ich halt keinen Bock auf sowas, ne? Man merkt das so ein bisschen, oder? Das ist mir einfach. Ich glaube, ich bin es langsam echt leid. Also jetzt mal ohne Scheiß, wie soll das denn funktionieren, Mann? Guckt euch den Scheiß hier an. Das ist doch Schwachsinn. Das ist mal ohne Scheiß. Das geht nicht. Du kriegst hier keine Steine rausgefischt. Niemals. Und vor allen Dingen nicht auch noch unter Zeitdruck. Ja. Wie soll das denn gehen? Das Ding spackert ab ohne Ende, wenn ich das da reindrücke.
Das hat einfach, ganz ehrlich, voll keinen Sinn. Och, nee. Nee, echt nicht. Also, ich weiß nicht, wie ich das machen soll, Leute. Ich weiß das nicht. Ich krieg das nicht geschissen. Also, ich kann mich hier so... Ich habe noch keinen Weg gefunden, mich irgendwie zu positionieren, wo ich sagen würde, ja, so kriege ich da einen Stein raus, gefischt. Oh, scheiße, jetzt habe ich das Ding auch noch verdreht. Weißt du, bei Battlefield oder so hat man bei den Panzern immer unten die Anzeige, wo fährt der Panzer hin und wo habe ich den Aufbau hingedreht, ne? Sowas wäre praktisch. Haben wir hier natürlich nicht. Ist ja, was, hallo? Das wäre ja mal cool. Wie soll ich denn da rankommen, Mann? Ja, wenn ich mich so quer rüberstelle vielleicht. Jetzt habe ich mich mal quer rübergestellt. Jetzt sind hier nur keine Steine. Toll. Ja, vielleicht mit etwas Glück. Wie weit kann ich den Arm... Oh, warte. Wie weit kann ich den Arm ausfahren? Nicht weit genug. Ja, schade. Okay, wir müssen Gas geben. Dann machen wir das nochmal. Also wenn man Gas gibt und sich dann über die Mitte drüber dödelt, dann klappt das relativ gut eigentlich. Das könnte funktionieren. Probieren wir das mal als Trick. Wir nehmen hier... Oh, ein Baum. Das Ding steuert sich aber auch scheiße, Mann. Okay, und dann im Hintergrund läuft diese Fahrstuhl-Kackmusik halt, ne? So, ja. Nein, 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 ich war nicht schnell genug. Ach, scheiße, warte, 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 ich habe eine Idee. Ja, ich habe mich rausgedrückt. Jetzt kommt ihr, ihr Scheißentwickler. Hä, jetzt guckt ihr, wa? Ja. Von euch lasse ich mich nicht, ey. Wat nu, warum kann ich nicht weiter darüber? Oh, fuck, jetzt bin ich mir hinter... Oh, nein. Hochdrücken. Ja, krieg das alles hin. Oh, nee. Ich glaube, jetzt habe ich es geschafft. Rückwärtsgang, Rückwärtsgang, komm schon. Ja, 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 warte, warte. Wenn ich so mache und mich jetzt drücke... Ah, läuft doch. Ich krieg mich immer inzwischen gerettet. Das läuft. Aber ich weiß immer noch nicht, wie ich jetzt an diese scheiß Steine rankommen soll. Also mein Trick war ja jetzt einfach rüber zu fahren, dass man so über das Ding, genau, dass man so steht. So könnte es gehen. So, okay. Kann man nicht noch weiter ausfahren? Nee. Oh. Guckt euch das an, wie soll das denn gehen? Verdammt nochmal. Das kann nicht funktionieren, jetzt ohne Scheiß. Das ist unmöglich. Wer hat denn das gemacht? Wer hat denn... Ich will sehen, wie der Entwickler diese Mission spielt. Das will ich wirklich... Ich will das sehen. Ich will sehen, wie das einer spielt und das auch schafft. Das ist doch nicht möglich. Guckt euch das an hier, die Katastrophe. Was ist das? Scheiß. Also das kann doch nicht wahr sein. Wie kann man sowas auf den Markt werfen? Ich bin richtig, also ich bin ein bisschen entrüstet jetzt, muss ich gestehen. Das ist nicht mal mehr witzig, ne? Auch wenn es in einem Bundle war und was weiß ich, vielleicht 20 Cent gekostet hat, aber trotzdem, sowas kannst du doch nicht auf den Markt schmeißen und dann auch noch auf Steam, ja? Gut, zum Glück, jeder normale, halbwegs reflektierte Käufer sieht, dass das Grütze ist, weil die Kommentare auf Steam entsprechend von Arsch sind, ne? Aber, also hallo. Wie soll ich denn da einen Stein rauskriegen? Aus dem Scheiß da. Wie soll das funktionieren? Wenn ich mich seitlich daneben stelle, dadurch, dass ich die Schaufel nicht drehen kann, die Schaufel selbst kann ja nicht gedreht werden, das kann nicht funktionieren. Ich mach's nochmal auf Blindflug einfach, was soll's, ne? Was habe ich zu verlieren? Erstmal kriege ich die Schaufel kaum rein. So. Das ist doch ein Scheiß. Also, oh, Scheiß. Ich bin richtig am Abkotzen hier.
I'm trying my best, ey. Ich gebe hier wirklich mir Mühe, ja? Ich versuche alles. Ich habe noch nicht aufgegeben. Normalerweise jetzt... Ich glaube... Warte. Mit Glück schaffe ich es jetzt, einen Stein einzusammeln. Das darf doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wirklich... Das kann doch nicht angehen. Warte, jetzt machen wir nochmal wieder ein bisschen auf. So. So, jetzt fahre ich einfach zurück. Ich fahre jetzt einfach zurück. Oh, schade. Das funktioniert auch nicht. Okay. Kann ich noch weiter runter? Nee, weiter nach unten geht nicht, wie ihr seht. Dann geht das Ding, dann gehe ich nach oben. So, jetzt kann ich die Schaufel noch ausklappen. So weit. Weiter als so geht nicht mehr. Ich habe noch nicht mal einen Stein aus diesem Scheißding rausgesammelt. Nicht mal einen einzigen, ja? Oh, das ist der eine da. Der eine sah potenziell gut aus. Der ist dann weggeflogen. So, jetzt, guck mal, hier. Ihr seht das, ne? Ich muss den jetzt ja irgendwie druckmäßig da reinkriegen und der rollt einfach komplett von meiner Schippe weg. Der geht da nicht rein. Keine Chance. Da kann ich noch so viel den hier machen. Er geht da nicht rein. Und da ist wieder der sich drehende, das sich drehende Hütchen. Es ist alles schön. Es ist gut hier auf dieser Welt. Komm. Ja, ja, ja. Ja, ja. Oh nein, warte, warte, warte. Jetzt ganz entspannt. Oh, oh Baby, oh Baby, guckt euch das an, oh, oh Gott, das ist, oh, ne, das ist schon orgasmusmäßig, ich geb's zu. Oh, wieso, guckt euch das an, wie soll der da drinnen bleiben? Okay, 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 warte, wo ist vorne? Ich muss jetzt erstmal rausfinden, wo vorne ist. Oh, guckt euch das an, wie soll ich denn jetzt hier runterkommen, ohne da reinzufallen? Oh, scheiße. Ich versuche rückwärts rauszufahren. Oh, nein, 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 nein. Das kann doch nicht wahr sein. Gibt es denn hier keinen Reset-Button, womit ich den beschissenen Kran wieder resetten kann? Als hätte ich ja ins Handbuch geguckt, aber das ist mal digital. Okay, Leute, komm. Community Hub, es ist an der Zeit. Es ist an der Zeit. Jetzt müssen wir gucken. Das hält's ja nicht aus. Das hältst du ja nicht aus. Who the fuck makes all these? Jetzt wollen wir mal schauen. Jetzt wollen wir mal schauen. Wir gehen mal auf die Shop-Seite. Das Ding kostet normalerweise euch 5,99. Bewertung sehr negativ. Woran das liegt, kann ich nicht erklären. Weiß ich nicht. Also kann ich mir auch nicht erklären. Ich kann es wirklich. Also ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, wie das negativ bewertet worden sein hätte können. Ja. Das Schlimme ist, zwei Leute neben mir haben das auch schon in meiner Liste. Ihr armen Säcke, ne? Einmal Solidarität. Ne? Habt euch wahrscheinlich auch das Bundle organisiert. So, mal gucken hier, ne? It came with a bundle that cost me 79 cents. It was cheap, but I still think I was robbed, ja? Da wisst ihr schon mal Bescheid, ne? Poorly optimized. I thought I've played some bad games in my life, but this is certainly unlike anything I've seen before. I'd rather eat horse shit than even look at this game. Ja, und das zieht sich so weiter, ne? Es zieht sich so weiter. Wir haben hier 179 negativ. Oh, da hat jemand tatsächlich das positiv bewertet. Das muss ich natürlich jetzt sehen. Das interessiert mich doch etwas. Muss ich zugeben. I have played 4 hours of it upon a recent review. I'm not quite sure where the complaints are coming from, but here in my personal experience, because yourself it is not exactly short, this will more be a review for people who want a bit more detail on this game. Mal sehen, vielleicht hat er ja noch. Vielleicht hat er, ne? Na, kann ich hier. Graphics, so, Camera, press C and get outside view, bla bla bla. Use the left mouse button and you can move the camera. Ah, it could pose a suggestion to maybe in the future by more camera control in all the view. Okay, damit können wir schon mal arbeiten. Gameplay, challenging at times, ja. But I enjoy challenges, ja, tips. It's for having crashes or bla bla bla. Also, was wir jetzt schon mal rausgefunden haben. Wenn man draußen ist, kann man mit gedrückter Maustaste die Kameraposition ändern. Damit könnte es uns gegebenenfalls möglich sein. Wobei, selbst dann, wenn ich seitlich daneben stehe, ich mache nochmal Neustarten. Also ich versuche es jetzt noch einmal, aber meine Hoffnungen auf weitere Parts von diesem Spiel sind sehr gering. Sehr, sehr gering, ja. Da spiele ich alles, aber nicht weiter das. Das muss ich einfach zugeben. Das erträgt man nicht so wirklich. Lade den Müll und Schutt aus der Mulde auf den LKW. Ja, ich habe immerhin schon mal einen so einen Stein in meiner
in meiner, ne? Ich hatte ihn schon drin, ihr habt es gesehen. Also ihr seid Zeuge. Life Achievement mal wieder geschafft. So, wir fahren dann jetzt da seitlich ran. So muss es, oh jemine. So muss es nämlich eigentlich sein. Eigentlich fährt man mit so einem Bagger da seitlich so ran. So. Dann drehen wir das Ding. Also eigentlich erstmal ein bisschen hoch, dann drehen wir das. Guck mal, jetzt kann man schon ein bisschen besser mitarbeiten. Aber jetzt wird das doch langsam. So, jetzt, nee, warte, jetzt muss das wieder runter. Cool, cool. Erstmal müssen wir, oh je, erstmal müssen wir das ausärren. Ne, mein falscher Knopf, den wollte ich machen. So, cool, cool. Dann fährst du deinen riesigen Schlund rein in dieses Höllenloch. Und nu, was mache ich nu? Jetzt bin ich da zwar drin, ne? Voll gut. Und nu, was nu? Wie kriege ich jetzt diesen Stein da rein? Sag mir das mal, Mann von YouTube, der das positiv bewertet hat, weil er, weiß ich nicht, bekloppt ist. Wie geht das? Oh, warte, warte. Jetzt habe ich Hoffnung. Warte, wie krieg ich... There we go, there we go. There we go. Oh, baby. Oh, baby. Oh, baby. Okay, okay, okay. Nein. Ja, ja. Oh, kacke. Oh. Oh, oh, schade. Okay, ich gebe auf. Leute, ich gebe auf. Das ist doch Schwachsinn. Überleg mal, wie viele Stunden das dauert, dieses Ding da voll zu kriegen. Diesmal fangen wir sogar mit 0% an. Normalerweise liegen da ja immer noch so 3 Steine drin. Dann ist man schon mal bei 20%. Nein, jetzt sind wir bei der Fick-Mission. Hier sagen die sich, fickt euch. Ihr müsst das alles alleine da reinholen. Das kann doch nicht wahr sein. Also, einen Stein hole ich jetzt noch da raus. Komm. Aber, Leute, nein. Also, wirklich. Mm-mm. Da habe ich Besseres mit meiner Zeit zu tun, als mich hier. Da kriegst du ein Herz, Kasper. Ohne Scheiß. Also, Wahnsinn. Das ist ja unglaublich. Nächstes Mal machen wir was Entspannenderes. Also, es kommt als nächstes nicht ein guter, weil dann nehme ich mir Zeit für. Aber ich habe noch so einen auf Halle, den will ich mir mal angucken. Da weiß ich noch nicht, ob der gut oder schlecht ist. Habe ich auch noch keine Bewertung gesehen. Ach, guckt euch das doch an hier. Nee, ich bin bescheuert. Das ist doch für einen Arsch. Also, das tut mir leid, aber da mache ich nicht mehr weiter. Das ist ja Schwachsinn. Also wirklich. Leute, meidet dieses Stück Software-Schrott. So gut es nur geht, ja. Nicht mal im Bundle mit 75 Cent ist das wert. Ja, also wirklich. Schwachsinniger Schrott. Und das Gute ist, was euch ein bisschen beruhigen dürfte, wenn wir mal gucken auf Steam. Wenn wir jetzt einmal auf den Entwickler klicken, dann sehen wir, was der Entwickler noch so alles gemacht hat. Und glücklicherweise nichts. Es gibt auf Steam nur dieses eine Spiel von diesem Entwickler. Es ist Wahnsinn, dass sie dafür 6 Euro wollen, dass sie überhaupt... es ist Wahnsinn, dass das überhaupt veröffentlicht worden ist, ja? Also damit geht es ja schon los. Ja. Wo ist der Community? Aber ich will da nochmal reinkommen. Also, das ist ja Wahnsinn. Da sind meistens immer lustige Screenshots drin. Können wir nochmal zusammen... Lass uns die letzten paar Minuten noch zusammen im Community-Hub dieses Stück Software-Schrotz verbringen. Da haben wir den Knöpfchen. Oh, es gibt Tipps und Tricks and Possible Fixes. Hat sich jemand echte Mühe gemacht. Und da, Junge, das war echt Perlen vor die Säue. Ich sag dir das, Perlen vor die Säue. Was haben wir denn hier? Irgendwie sieht das auf den Kopf gedreht aus. Okay. I don't know. Oh, auch Chinesen und Japaner spielen dieses Spiel. Das ist beeindruckend. Ach, ihn hier kenne ich. Das ist der Mann, wo ich mir damals angeguckt habe, der auch Probleme hatte mit den Betonplatten beim Tunnelbausimulator. Ja. Es gibt noch andere Leute, die sich diesen Scheiß hier reinpfeifen. Ja, das ist mir auch schon passiert. Texturerror, ja. Ja, sehr geil. Oh Mann. Oh, da darf man wahrscheinlich auch sogar noch Buy or Product. Ja, nein. Guck mal, da hat es einer sogar geschafft, so einen Kran nachher noch zu benutzen. Soweit komme ich nicht. Und irgendwie geht es wohl nachher noch auf den Mond. Naja, okay. Also wie gesagt, meiden. Einfach nur meiden. Was siehst du, habe ich die Zeit sogar noch rumgebracht. Ja, Kiro, tut mir leid, ne? Kannst weiter schlafen. Die Katze sitzt, wir haben hier für Kiro, also unseren Kater, haben wir hier so eine Hängematte, die man über die Heizung klemmt. Und da sitzt er gerade direkt neben mir und hat sich gerade ganz niedlich erschrocken, als dieser Hahn losging. Ne? Das ist auf jeden Fall lustiger als dieses Spiel. Naja, mit diesem wunderbaren Ausblick auf diesen sich drehenden Hütchen da und
meiner schieren Verzweiflung bei diesem Stück Software-Schrott bedanke ich mich, dass ihr die drei Parts mit mir durchgestanden habt. Und ja, wir sehen uns. Also es ist ja unzweifelhaft zu erkennen, dass ich definitiv jetzt kündigen werde, weil auf den Scheiß habe ich keinen Bock mehr. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Katastrophensimulator wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.